und herzlich willkommen zum End of the Year Book Tag. Ich habe heute richtig Verstärkung dabei. Und zwar den Hendrik, der schon am Lachen ist. Das ist wirklich komisch. Hallo. Dann habe ich die Ruth dabei und die Juli dabei. Die Kanäle findet ihr alle unten in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall bei den Damen und Herren einmal vorbei. Wir haben uns gedacht, wir beantworten diesen Tag heute mal gemeinsam. Und alle um mich herum sind besser vorbereitet als ich, definitiv. Wir bestreiten die 6 Fragen gemeinsam. Und so haben wir nochmal ganz, ganz viel mehr Buchtipps und Buchspaß in diesem Video. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Los geht's. Die erste Frage ist, hast du noch angefangene Bücher, die du fertig lesen möchtest? Ja, hier. Nächstes Buch will ich noch fertig lesen. Die Karte der Welt von Royce Buckingham. Es gefällt mir nicht so gut. Das kann ich schon mal sagen. Aber du willst es trotzdem fertig lesen. Ich will es trotzdem fertig lesen. Warum hast du es nicht abgebrochen? Ja, weil es okay ist. Und weil es seit 2014 auf meinem Sub liegt. Und dann irgendwie... 2014. Das sind fast 10 Jahre gewesen. Ja, ja. Aber jetzt zieh es durch. Okay. Und das will ich auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres fertig lesen. Am liebsten eigentlich bis Ende des Monats. Deshalb wird aber nichts mehr. Nee, das wäre heute. Ja, genau, heute ist nicht der 30. Also ich habe halt die ich gerade lese, in Leserunden Bergsalz und dann The Edge von Ilona Andrews. Und ich lese immer auch einen Liebesroman, den finde ich richtig gut. Aber ich habe jetzt nicht ein Buch, was sich so das ganze Jahr überzieht. Also was ich zum Beispiel vor ein paar Wochen unterbrochen habe und dann unbedingt noch fertig lesen will. Das habe ich eigentlich nicht. Habe ich auch nicht. Ich habe auch nur die ich aktuell lese. Also hauptsächlich Rache Frühling von Andreas Kuber, das neueste von ihm. Und dann noch ein Thriller draußen. Aber ja, den finde ich auch nicht gut. Das fängt nicht mit guten Büchern hier an, oder? Ich habe tatsächlich überlegt und mir fällt keins so ein, weil ich bin ja jemand, ich nehme ein Buch in die Hand und ich lese es durch und dann lese ich das nächste Buch. Ich lese ja auch nicht parallel. Deswegen fällt mir ein Buch ein, was gerade pausiert, nämlich Ruination. Das hat pausiert, weil ich jetzt Buddy Reads dazwischen habe und Buddy Reads gehen bei mir immer vor. Aber Ruination ist aus dem League of Legends Universum und das würde ich schon gerne zu Ende lesen. Es ist eine mega coole Geschichte, aber ich finde den Schreibstil nicht so, der huckt mich nicht so und deswegen zieht sich ein bisschen, aber das möchte ich zu Ende lesen. Die zweite Frage, hast du ein herbstliches Buch, das dich auf den Jahresendspurt einstimmt? Wir haben vorhin schon gelacht, weil es sich ziemlich strikt trennt, ob wir Bücher, die in einer bestimmten Jahreszeit lesen, auch abseits der Jahreszeit lesen. Wir beiden waren so, naja, Winterbücher kann man auch im Sommer lesen. Nein. Gut, nein. Aber, ja. Nein. Da ist die Couchseite und die Sesselseite. Also, ja, nee. Mhm. Ich habe aber noch so eine cozy Fantasy-Geschichte, die auch rund um Halloween spielt und ist natürlich prädestiniert. The Kiss Curse von Erin Sterling. Genau. The Kiss Curse? Mhm. Und ist der Nachfolger von X-Hex. Finde ich auch einen guten Titel. Das ist echt gut. Ich habe auch noch ein Buch, was ich lesen will. Das habe ich den ersten Band letztes Jahr im Oktober gelesen. Das ist die Mona-Reihe von E.B. Zimmermann. Das ist so sehr leichte Urban Fantasy mit sehr viel Witz und ein bisschen Romance, aber eher ziemlich abgedreht. Geht um so eine junge Hexe, die Hexendienst in so einem Museum machen muss, weil das in Deutschland spielt und Hexen sind von den Behörden verwaltet. Und sie muss dann in so einem Museum ihren Hexendienst ableisten und beschwört dann da aus Versehen so einen Erzdämon, der dann an sie gebunden ist. Der erste Band war richtig, richtig geil und der zweite Band wartet jetzt auf mich und ich habe ihn mir extra jetzt für den Oktober aufgehoben, weil ich dachte, das passt so perfekt da rein und das ist dann so mein Herbststartbuch. Das kommt jetzt ganz bald dran. Ich werde mich beim Schneiden so freuen und meine Wunschliste wird beim Schneiden so wachsen. Ich habe eigentlich, also ich habe ein Buch, was ich jetzt definitiv im Oktober lese mit einer Freundin in einer Leserunde. Das ist Der Teegarten von Elisabeth Herrmann, ist auch der zweite Teil. Das ist halt was Historisches. Also das spielt in Indien, wo es eben um diese Tee-Dynastien geht. Und im ersten Teil war eben eine, die wollte unbedingt dieses so ein Tee-Imperium haben, so ein Teepalast bauen und ist dafür dann irgendwann nach Indien gekommen. Und das spielt 1870, also es war halt auch nicht so einfach dahin zu kommen. Und jetzt geht es um die Enkelin. Cool. Ich habe keins. Also bei mir ist ja generell so die Herbstzeit ist so ein bisschen mehr die,
ich gehe wieder mehr in Fantastik, mache weniger Genre-Ausflüge. Ne? Das ist für mich so die Herbststimmung und das fängt jetzt ja schon an, dass ich eher so Fantastikbücher lesen will. Die sind für mich Herbst, Winter, aber es gibt keinen speziellen Titel. Oh nee. Aber ich könnte auch kein Winterbuch im Sommer lesen. Das geht gar nicht. Also das, nein. Ich liebe das. Nein. Das, da hast du einfach kein Feeling dafür. Nee, wirklich nicht. Wenn ich schwitze, will ich keinen Schnee lesen. Doch, gerade dann. Ja. Nee. Da kommt gleich auch noch ein Buch für eine weitere Frage. Da ist auch so ein Kandidat. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter, damit du und Ruth euch gebührend streiten könnt. Die dritte Frage ist, auf welche Neuerscheinung wartest du sehnlichst? Mhm. Wartet jemand sehnlichst? Also ich habe eins von Nils Trojan, Engelsmädchen. Das ist der 11. Teil einer Reihe. 11? Ja, also ich habe, ich glaube, im letzten Jahr dann halt so ein Buch nach dem anderen aus der Reihe weggelesen. Also so klassische Ermittler-Thriller. Und ja, habe ich einfach Bock weiterzulesen. Ich finde, der bindet die Stadt Berlin so toll ein. Ja. Und ich habe die ersten Bände gelesen, bevor ich in Berlin gewohnt habe. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe noch ein paar weitere gelesen und war dann immer so, oh, überall hier passiert irgendwas Schlimmes. Ich bin ja kein Berlin-Fan. Ich habe aber auch ein Buch, auf das ich nicht sehnlichst warte, aber auf das ich mich schon freue. Und das ist Weit über dir, der smaragdgrünen See von Brandon Sanderson. Das ist eines von diesen Büchern, die er so geshadowdropped hat in dieser Kickstarter-Kampagne, das jetzt auch auf Deutsch rauskommt. Und wenn Jenny euch dieses Buch jetzt einblendet, dann fallt ihr hoffentlich alle vom Stuhl, denn es ist wunderschön. Es ist wunderschön und auch nur die deutsche Ausgabe sieht so schön aus. Das bin ich aber auch... Jetzt hast du hier was. Ja, wirklich. Also die ist wirklich... Die britische Ausgabe ist nicht so hübsch, muss ich sagen. Die könnten Jenny vielleicht ja auch einblenden. Die ist nämlich weiß und unsere ist grün. Mehr Arbeit. Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich bin dieses Jahr auf den Brandon Sanderson-Zug aufgesprungen und es sieht wunderschön aus, dieses Buch, und allein deshalb muss ich es haben. Da freue ich mich drauf. Grün ist meine liebste Farbe. Ich mag grüne Bücher auch total gerne. Ja, grün. Und dieses Buch ist knatschgrün. Geil. Ich habe... Bone Dust and Bookshops auf meiner Neuerscheinungsliste. Das ist die Vorgeschichte zu Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Und das ist wirklich also cozy Fantasy in Reinform. Da gibt's nicht große Konflikte und viel Magie und so, sondern es fühlt sich so gemütlich an. Mhm. Und in dem ersten Band, den es auch schon auf Deutsch gibt, Magie und Milchschaum, geht es um eine Ork-Kriegerin, die ihr Schwert an den Nagel hängt und einfach einen Kaffee eröffnet. Einfach so. Und über die erfahren wir jetzt ein bisschen Vorgeschichte. Mhm. Und da freue ich mich total drauf. Das Buch habe ich schon mal bei Franzi, glaube ich, gesehen. Es ist wirklich, ich hatte das aber auf Englisch gelesen. Deswegen kann ich den Titel jetzt gerade gar nicht. Aber das ist cool. Ja, das ist witzig. Ich warte auf den zweiten Teil der Vampire Academy. Ich bin eigentlich so gar nicht mehr die Zielgruppe dafür, weil das ist Romantasy, wie sie vor 10, 11, 12 Jahren erschienen ist. Und irgendwie habe ich die Vampire Academy so geliebt und der erste Band kam ja diesen Sommer neu raus, den habe ich vor 2 Tagen beendet und jetzt geht das Warten los. Der zweite Band erscheint am 22. Dezember, also noch in diesem Jahr, und ich freue mich sehr darauf, sehr. Haben die da irgendwas geändert an der Ausgabe oder ist einfach nur ein neues Design oder ist die auch so revisited oder neu? Nee, also beim Lesen ist mir jetzt aufgefallen, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich denke, okay, wenn sie da nochmal drüber gelesen hätten, dann hätten sie das vielleicht vom Wording ein bisschen verändert. Es ist auch keine Triggerwarnung drin, da gibt es Diskussionen, ob das nicht eine Triggerwarnung wert wäre. Ihr kennt meine Einstellung, mir ist das völlig egal. Aber es hätte für eine Sache schon Sinn gemacht, wobei das spoilern würde. Und da das alles nicht drin ist, gehe ich davon aus, die haben den Text gar nicht angefasst. Wahrscheinlich nicht. Es ist halt jetzt im Hardcover und es hat so ein Bild im Vorsatz, in der Klappe drin. Ich finde die Aufmachung schön. Ich habe auch die alten nicht mehr, ich brauche die neuen. Ja, aber ich freue mich total. Das ist so, ja, schön halt. Die vierte Frage ist, welche 3 Bücher willst du noch bis Jahresende lesen? Da kommt das Buch, was ich gerade schon angeteasert habe. Und zwar ist das Der unsichtbare Freund von Stephen Chbosky. Spricht man seinen Nachnamen gerade aus. Dieses Buch spielt, wurde mir gesagt, zur Weihnachtszeit.
Und ich wollte das, seit 2 Jahren will ich das lesen. Und ich habe es vor 2 Jahren, kurz vor Weihnachten, verpasst. Und dann war ja Weihnachten vorbei, dann konnte ich es nicht mehr lesen. Letztes Jahr habe ich es auch verpasst, kurz vor Weihnachten. Weihnachten vorbei, ich konnte es nicht mehr lesen, weil man liest ja Winterbücher im Winter. Winter lesen, ja, die auch im Sommer. Man kann auch Weihnachtsbücher im Sommer lesen. Also das geht überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, also jetzt könnte man schon ein Winterbuch anfangen. Ich fange dieses Buch im Dezember an. Das ist dieses Jahr mein Plan. Du bist dir sicher, dass du das ist mein Plan dieses Jahr. Ich schaffe das. Ich habe es jetzt 2-mal versucht und nicht geschafft. Dieses Jahr wird's passieren und das Buch muss ich dieses Jahr noch lesen, weil ich da, ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich warte seit Erscheinen darauf, dass ich es lesen kann. Okay. Ja. Aber das klingt auch wirklich gut. Da habe ich sofort im Kopf, welches Buch du meinst, weil eigentlich nicht so mein Ding, aber das klingt so gut. Ja. Ne? Ich glaube, die Steffi vom Buchschnack findet das auch richtig gut. Ja, ich meine auch, dass sie das stimmt, die hatte das gelesen, ne? Ja. Ich habe auch mit Ruth zugehört. Schreit nach einem Buddy Read. Aber unser letzter Buddy Read zu Weihnachten ist ja grandios schiefgegangen. Hat nicht so gut geklappt. Sehr schlecht, ja. Wir haben hier, wie hieß das Buch? Christmas Company. Ja, genau, die Abenteuer der Christmas Company oder so. Wir haben versucht, es zu lesen. Wir haben es wirklich versucht. Aber ich habe es beendet. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es beendet hat von uns. Ja, ich habe es beendet. Ich war 4 Leute. Das ist ein Zehner. Du kannst ja nur besser werden. Ja, es kann. Das spricht aber auch gegen das Buch, ehrlich. Ja, es war wirklich ganz schlimm, das Buch. Und das war so ein Kinderbuch und es war aber irgendwie so total konstruiert und überhaupt, es war ganz schlimm. Sehr abstrus. Aber darum geht es hier ja nicht. Nein, wir haben 3 Bücher für dieses Jahr. Ja, eins hast du schon. Macht ihr mal erstmal. Ich habe auch nur eins, was ich auf jeden Fall demnächst schon anfange. Die Rote Jägerin ist ein Auftakt von einer Action-Thriller-Reihe. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, weil ich höre, dass der 2. und der Nachfolger sogar noch besser sind. Oh, okay. Und ich orientiere mich, was so Spannung angeht, ja mehr in Richtung Action. Und die, ich glaube, da geht es auch um eine Spionin oder so. Die Protagonistin ist ziemlich besonders, ja. Also ich habe die anderen Teile noch nicht gelesen, aber den ersten. Ja. Also allein von der Protagonistin her. Fühle ich mich jetzt sofort noch mehr bestätigt. Ja, cool. Das klingt gut. Bei mir ist eigentlich ein Buch, also ich will es zumindest anfangen. Ich glaube nicht, dass ich es fertig lese, weil ich mich mit Englisch schwer tue ein bisschen. Das ist der 5. Harry Potter Teil in der illustrierten Ausgabe auf Englisch. Oh. Und der liegt jetzt schon ewig da, weil ich den unbedingt haben wollte, wo der erschienen ist. Und ich habe aber immer noch nicht dazu gegriffen, halt, weil es so dick ist und es halt so schwer zum Festhalten. Du musst irgendwie richtig deine Position suchen. So ein Ständer, wo du dir so vorstellen kannst, wie in so einem Kloster. Irgendwie zu lesen und dann ist es ängstlich für die Umblättern, finde ich. Ja, also ich weiß, ihr habt das, glaube ich, gewogen. Das wiegt ja 2,5 Kilo. Ja, Wahnsinn, das kannst du nicht mal mehr als Büchersendung verschicken. Ja, verrückt. Nee. Also ich will die illustrierten Ausgaben auch haben, aber ab davon habe ich jetzt kein Buch, wo ich sage, vorhin keine 3, die ich noch unbedingt bis Jahresende lesen will. Eins möchte ich gerne anfangen und lesen, und zwar Showlomance, der 1. Band. Weil ich den letztes Jahr von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich finde, das könnte eine echt coole Story werden. Und irgendwie zieht es mich dahin. Das hat ja auch ein schwarzes Cover, pass auf. Das ist so eine schon Internat, oder? Ja, also genau. So eine Schulgeschichte. Also neudeutsch würde man das jetzt Dark Academia wahrscheinlich schimpfen. Ja? Also es ist eine Internatsgeschichte, aber es ist auch kein normales Internat, weil man muss das Jahr bestehen, ansonsten stirbt man oder so. Also ja, und dann hat jeder halt unterschiedliche Fähigkeiten. Oh Gott, stell dir mal vor, das wäre so wie random. Das ist schon, du willst auf eine Schule gehen und dann, wenn du das nicht bestehst. Aber wartet mal auf meine Antwort auf die nächste Frage. Okay, gut. Oh. Ja, ich knüpfe da perfekt an. Auf jeden Fall Showlomance, weil ich fand, das klingt irgendwie klingt so wie schon 1000-mal gelesen, aber trotzdem mit einem neuen Touch. Und das hat mich total angesprochen, deswegen möchte ich das noch lesen. Klingt gut. Und die nächste Frage ist dann, Frage 5, schon die vorletzte sogar. Welches Buch könnte dich noch umhauen und zu einem Jahreshighlight machen? Ja, dann knüpfe ich doch direkt an. Ist nämlich auch eine Antwort, die bei Frage 2 gepasst hätte, also eine Neuerscheinung, auf die ich mich freue. Im November kommt Fourth Wing Band 2 raus von Rebecca Yarros. Und da ist es ehrlich gesagt auch so. Also die kommen in dieses Drachenreiter-Internat und das Ziel ist, dass sie halt einen Drachen bekommen, der sich mit ihnen verpartnert. Und die das halt nicht schaffen, die meisten von denen sterben. Also die Wettkämpfe dorthin sind so gefährlich und tödlich,
das halt schon vorher aussortiert wird, damit dann bei den Drachen nur die absolute Elite ankommt. Im Verlauf der Geschichte ist das, also man darf dann nicht mit Logik dran gehen, aber ich fand es hoch unterhaltsam. Ja, herrlich. Also irgendwie muss ich auf diesen Zug auch noch aufspringen. Ich glaube nicht, dass es dir gefallen würde. Nicht? Mm-mm. Oh Mann. Alle reden so toll darüber, dann will ich auch toll darüber reden. Und ganz oft ist es dann so, das war ja bei so vielen Sachen so, die so beliebt sind, die fand ich alle kacke. Mhm. Ja. Panem. Twilight. Ja. Bei mir ist es auch eine Neuerscheinung. Ein True Crime Rätselbuch. Geil. Was, also ich bin ja großer Fan von Verbrechen von nebenan, von dem True Crime Podcast. Ja. Und der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, aber halt nicht wie beim letzten Mal einfach Fälle, sondern er hat den Fall Jack the Ripper genommen und den aber zusammen mit, ich weiß gar nicht, wer dann der Autor ist, als Rätsel gemacht. Also du hast eine Story, aber hast eigentlich so 10 Rätsel, die du lösen musst und ein interaktives Ende und musst sozusagen selber versuchen, ein bisschen rauszufinden, wer ist Jack the Ripper. Das ist cool. Ja. Super cooles Konzept. Mhm. Also habe ich so auch... Muss ich sagen, nicht so richtig gelesen, nur mal in so Adventskalender-Rätselbüchern, sowas, aber halt so als einzelnes Buch noch nicht und ja, aber weil ich einfach so ein Fan bin, glaube ich, wird das ein Highlight werden. Ja, cool. Und weil es was anderes ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe kein Buch, von dem ich sage, das wird dieses Jahr bestimmt noch ein Highlight. Vielleicht der unsichtbare Freund, aber da sind meine Erwartungen auch so unfassbar hoch, dann wird's kein Highlight. Dass es kein Highlight werden kann, weil es geht nicht, weil selbst wenn es nur meine Erwartungen erfüllt, dann ist es aber schon, bin ich ja enttäuscht, weil es nur meine Erwartungen erfüllt hat. Ja. Und deshalb, ich glaube, da wird es keins mehr geben dieses Jahr. Oh oh. Zufälliges. Genau. Zufälliger und eins, was dich überrascht. Ja, genau. Irgendwas vielleicht. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Und zwar, welchen Lesevorsatz hast du schon für das nächste Jahr gefasst? Dieselben wie immer. Mehr lesen und meinen Sub verkleinern. Hat es dieses Jahr geklappt? Nein. Wird es nächstes Jahr klappen? Man Nein. weiß es nicht. Wahrscheinlich Nein. nicht. Mit der Einstellung bestimmt nicht. Ja, gut. Also Subabbau, würde ich sagen, klappt nächstes Jahr schon. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, so wenig Bücher bekommen und gekauft wie noch nie. Es waren bestimmt nicht mal 50. Ja, aber du hast ja auch gesagt, du hast keinen Platz mehr dafür. Ja, ich könnte mir ja Platz schaffen. Los, ja, nicht. Okay. Na aber, gut. Ja. Doch, und mehr lesen. Aber gut, ich war dieses Jahr sehr viel unterwegs und dementsprechend habe ich einfach nicht so viel Zeit gehabt zum Lesen. Ja. Also ich habe dieses Jahr das erste Mal so eine Jahresliste gehabt, also 23 Bücher für 2023 und das hat überraschend gut geklappt. Also ich bin schon fast durch mit den 23 Büchern und das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Vermutlich dann nicht mit 24 Titeln, sondern vielleicht nur mit 12. Oder mit 18, Monate. Also dass du wenigstens so anderthalb Bücher pro Monat hast. Aber da waren vor allen Dingen Titel drauf, zu denen ich ohne diese Jahreschallenge nicht gegriffen hätte. Das war schon, das hat mich ganz schön so auch aus meiner Komfortzone rausgeholt. Mhm. Und das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch machen. Ja, cool. Bei mir ist eigentlich auch mehr lesen und vor allen Dingen, was ich mir immer vornehme, weniger Handy. Also ich bin halt viel zu viel am Handy und diese Zeit, also wenn ich diese Zeit in Lesen investieren würde, könnte ich halt so viel mehr lesen. Mhm. Und das nervt mich dann selber, wenn ich dann auf der Couch liege und am Handy rumspiele und dann ist eine halbe Stunde vorbei und denkst du so, toll. In der Zeit hättest du halt auch einiges an Seiten weglesen können. Da ich mir eigentlich fast nie Vorsätze mache und fast nie so Challenges, ist das so eine Frage, die ich eigentlich nur mit Nein beantworten kann. Also ich habe da nicht wirklich Vorsätze. Da ich einen Sub habe, der mir egal ist, ist jetzt auch Sub verkleinern, vergrößern, ob da 10 Bücher mehr, weniger, ist für mich eigentlich völlig egal. Aber ich denke, dass ich in diesen Vampire Academy Hype reinfliegen werde, einfach weil ich mich an mich selbst als Teenager erinnert fühle. Ich habe die damals mit 12, 13 angefangen zu lesen und es war mein Herzblut und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht so ein bisschen Romantasy nächstes Jahr noch ein bisschen mehr entdecken will und mich dafür mal wieder öffnen will, weil ich das ja immer so blockiert habe, so Romance, nein, will ich nicht und vielleicht
schwimme ich da doch mal wieder rein und gucke so ein bisschen, ob Romance jetzt heute doch was für mich ist. Aber ansonsten habe ich keinen Vorsatz. Nee, nee. Aber das ist ja ein cooler Vorsatz. Also schon mal zu wissen, in welche Leserichtung es gehen darf. Zumindest zu versuchen. Ja. Vielleicht nervt es mich im Februar schon so sehr. Aber Februar, bis zum Valentinstag hilft doch nicht. Ja, bis zum Valentinstag schaffe ich das. Genau, ja, auf jeden Fall. Das ist ja nicht so lang. Nee. Es können auch sehr lange 6 Wochen sein. Das stimmt. Ja. Aber du musst halt die guten Sachen lesen. Da musst du dir erfahrungsmäßige Tipps holen und dann irgendwer wird dir schon helfen können. Naja, ich werde sehen. Mhm. Aber wir sind jetzt schon durch. Das heißt, das war's schon mit dem Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und coole Tipps dabei. Ich finde so ein Tag im Format mit mehreren Leuten irgendwie sehr witzig. Ist total cool. Ist total witzig. Ich bin gespannt, wie lange ich die Cover suchen werde, die ich euch hier irgendwo, wo auch immer unser Kopf nicht ist, einblenden werde. Jetzt musst du immer die Person, die nicht spreche, überblenden. Das ist ja total lustig. Die Idee ist gut. Genau. Also ihr werdet die Cover hoffentlich gesehen haben. Ansonsten findet ihr die Bücher auch unten verlinkt. Die Kanäle der Begleitung ist auch unten verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Yay! Yeah, das war voll gut. Das ist richtig toll, oh mein Gott. Als ob man da den Fleck jetzt sieht. Klar. Außer Jenny, die Kommentare. Boah, der Henrik. Ja, der Henrik hat die dreckige Hose. Was ist das denn für einer? Oh. Ein Wunderbärchen, ne? Ja, machen wir jetzt direkt am Anfang posieren fürs Thumbnail. Ja, das ist eine gute Idee. Wie willst du uns denn haben auf deinem Thumbnail, Hübsch. Jenny? Oh, Fleck, ja, da können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir leider jetzt. Bist du alleine drauf. Einfach nett lächeln. Lächeln und winken. Winken? Nein. Okay. Wir machen jetzt den End of the Year Book Tag. Das ist aber toll. Auf den ihr euch alle vorbereiten durftet. Und ich nicht. Ich hab meinen Zettel gar nicht hier. Ja, dann holt ihr deine Zettel. So viel zur Vorbereitung. Darf ich auch Text drin lassen?